So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen. Und grüß dich, Psycho. So, heute gibt's was Besonderes, weswegen ich heute auch streame. Heute wird's auch nicht so lange gemacht, von daher lasse ich die Leute erstmal reinkommen. Nein, nein, heute kommt kein Dark Souls. Heute kommt was ganz, ganz Besonderes, worauf ich mich eigentlich so ein bisschen freue. Es wird aber wahrscheinlich nicht dein Spiel werden. Das hat mit Dark Souls leider nichts zu tun. Sorry. Wir werden heute folgendes spielen. Und zwar Summer in Mara. Und zwar das fertige Spiel. Das Spiel kommt morgen raus. Auf Steam, also erst morgen. Das bedeutet, ja, hat eine kleine Story, aber dazu sage ich erstmal später was. Wir gucken uns mal ganz kurz den Endscreen an. Ich habe daraus einen Endscreen gemacht. Auf jeden Fall erstmal vielen, 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 vielen lieben Dank für, von dem Entwickler Chibik. Erstens für die Lizenz, dass ich das Spiel spielen darf, streamen darf und Let's Playen darf. Und vor allem vielen, vielen lieben Dank dafür, dass ich das Spiel jetzt schon besitze. Und zwar folgendes. Ich habe ein bisschen nachgefragt, ob ich das Spiel streamen darf, wegen Stream-Lizenz und allem drum und dran. Muss man ja machen. Und das Schöne war, Summer in Mara kommt morgen offiziell bei Steam raus. Wo können wir denn die Bildschirmaufnahmen denn machen? So, Shopseite. Ich kann noch nicht sagen, wie teuer es wird, weil es wird erst am 16. Juni. Schauen Sie dem Entwickler beim Spielen zu. Ja, das kriegen wir ja jetzt schon hin. Kommt morgen am veröffentlichten Datum hier, 16. Juni 2020. Und ja, ist ein ganz lustiges Spiel, macht Spaß. Ist wahrscheinlich für jüngere Spieler unter 10 gedacht. Aber danke. Ich wollte es auf jeden Fall machen, weil folgendermaßen, gucken wir uns kurz den Endscreen an. Naja, auf jeden Fall hier vielen, vielen lieben Dank an den Entwickler, der mir gestern den Steam Key geschickt hat. Und ja, ich wollte es mir eigentlich morgen holen. Der Entwickler hat gesagt, vielen lieben Dank, dass du Dayland gespielt hast. Hier, den Steam Key schenke ich dir. Viel Spaß beim Let's Playen und Streamen. Und von daher dachte ich mir einfach, cool, super, geil. Grüß dich, Blake. Ja,
Das war erstmal Summer in Mara. Ich würde eigentlich gerne mal warten, ob der Justin und die anderen noch reinkommen. Dauert noch ein bisschen, wenn die kommen. Naja, auf jeden Fall hier nochmal vielen lieben Dank an den Entwickler, der mir das Spiel ja am Sonntag geschenkt hat. Und ich würde es gerne heute anzocken. Es kommt auf jeden Fall noch ein ordentliches Let's Play dazu. Und ja, ich hoffe, der Endscreen hat euch einigermaßen gefallen. Den habe ich gestern zusammengebastelt. Und da wollen wir mal Summer in Mara spielen. Chibik. Das ist ein spanischer Entwickler, glaube ich auch. Ich weiß gar nicht, ob die so groß sind oder nicht, aber finde ich eine super Aktion. Ladebildschirm. Hallo? Das funktioniert super. Ah, jetzt. Also, Summer in Mara ist für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, sozusagen. Oh, das wird so häufig passieren, dass ich diese Melodie mitsingen muss. Yeah, the Blake Box rocked. Herzlich willkommen in der Crew. Auf jeden Fall, Summer in Mara ist ein Nachfolger von dem Spiel Dayland. Dazu habe ich die Demo gespielt. Wir spielen in Dayland, haben wir einen 10-jährigen Jungen gespielt, der auf einem Planeten gelandet ist und diesen halt bewirtschaften muss. Und hier spielen wir ein kleines Mädchen, das auf einer Insel wahrscheinlich startet. Obwohl ich muss sagen, die Story hier ist wesentlich logischer als die von Dayland. Und dementsprechend, ich habe mir halt hier auch so ein Hemd angezogen, weil es ist ja Urlaubsfeeling. Es ist ein unglaublich schönes, ruhiges Spiel. Man muss sich um viele Sachen kümmern. Wir spielen also die Kleine hier. Die heißt, spreche mit Haku für den nächsten Auftrag. Ich glaube, die Kleine heißt Nao. Und das ist unsere Großmutter Haku. Koa. Koa, warst du wieder auf dem Dach? Nein, ja. Ich habe dich gerade runterkommen sehen. Gibt's etwas, das ich für dich tun könnte? Ah. Das ist schön. Auf der Insel gibt es immer etwas zu tun. Wir brauchen Orangen, um Saft fürs Frühstück zu pressen. Ich bin zu alt, um sie selbst zu holen. Orangen für die Dame, aber natürlich. Ah, super. Wir spielen also hier die kleine Noah. Koa. Was? Koa? Noah? Egal. Wir spielen die kleine hier. Wenn ich Schokolade einpflanze, wächst daraus ganz bestimmt neue Schokolade. So, jetzt muss ich zwei Teams schauen. Beide relativ aktiv sein und Dark Souls zocken. Tja, viel Spaß dabei. Heute gibt es leider keinen Dark Souls. Wir spielen hier auf der Insel. Wir können auch rennen. Oh, guck mal, ich muss immer hier Sonic Boom. Ja, wollen wir erstmal hier die Orangen sammeln, wie ich es ja aus der Dingsbums kenne. Wie sie gegen das Dingsbums tritt. Das ist schon goldig. Ich mag das Spiel. Ich glaube, das ist ein Spiel, wo ich mich richtig verlieben könnte. Wo man einfach richtig Urlaub machen könnte. Also ich würde sagen, habe ich ja im Let's Play schon, im Let's Show schon gesagt, ich glaube, die Insel, so wie die aussieht, sieht aktuell so aus, als würde ich, also wenn man mich fragen würde, yo, Sascha, hast du Bock hier drin zu wohnen, würde ich sagen, ja. Hier hast du die schönsten orangen Insel. Ich danke dir sehr. Der Saft ist köstlich. Ich fühle mich voller Energie. Das freut mich zu hören. Vergiss nicht, Koa. Mit Speis und Trank gewinnst du jedes Herz. Jetzt müssen wir ein neues Ackerfeld vorbereiten. Gut, ich schau dir von hier aus zu. Oh nein, nein, nein. Du bist doch schon ein großes Kind. Das kannst du auch selber machen. Nimm dir deine Hacke und bereite das Feld vor. Danach kannst du diese Karottensamen anpflanzen. Zum Schluss musst du noch Wasser aus dem Brunnen holen und die neu gepflanzten Samen gießen. Muss ich danach duschen gehen? Wenn du dich schmutzig gemacht hast, ja.
Ja, ja, es gibt doch immer etwas Schmutz an mir. Alles klar. Super. Bereite mit der Hacke ein Ackerfeld vor, um Karotten einzupflanzen. Super. Kann ich... Ich habe jetzt ein neues Rezept. Also hier können wir ins Haus eintreten. Da haben wir verschiedene Sachen, wie zum Beispiel Werkzeuge können wir bauen. Werkstatt, schlafen gehen oder Küche. Oh, jetzt habe ich der Jaja meine ganzen Orangen gegeben. Ich wollte doch... So, ich habe jetzt die Hacken bekommen. Hallo, vorbereiten. Aha. Also die Steuerung, die Geräusche und allem sind relativ ähnlich. Wie Dayland. Super. Die Karotten brauchen jetzt 5 Minuten. Ungefähr. Müssen sie aber noch gießen. Hier müssen wir aufpassen. Unten links sieht man den Füllstand des Wassers. Und wenn wir zu schnell rennen, dann verliert er an Wasser. Finde ich aber ein bisschen schade, dass er das... Das haben sie ein bisschen... Das ist vielleicht ein bisschen zu hart. Aber das hat ausgereicht. Die Felder sehen nach der Aussaat so toll aus. Oh, super. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe richtig Lust. Kann ich hier vorbereiten? Nein. Ich brauche eine bessere Hacke, um das... Ah, okay, ich verstehe. Aber hier können wir vorbereiten. Hey, komm. Super. Ansonsten können wir hier schon irgendwas machen. Nein. Alles fertig, Madame. Gut. Jetzt brauchen wir etwas Feuerholz. Ich habe aber leider meine alte Axt verloren. Wir müssen wohl eine neue anfertigen. Kann ich das machen? Aber sicher, warum nicht? Du brauchst nur einen Stein und ein bisschen Holz. Toll, dann habe ich meine ganz eigene Axt. Wir werden sehen. Hier, nimm die Materialien, gehe ins Haus und baue in der Werkstatt eine Axt. Danach treffen wir uns am alten Baum. Grüß dich, Zeldri. Alles klar, super. Auf jeden Fall, hier, ich kann es nicht oft genug sagen, ich freue mich tierisch wie ein kleiner Spatz auf der Hand. Und zwar, wie gesagt, vielen lieben Dank mit dieser Axt. Ich muss mit dieser Axt vorsichtig sein. Sie ist sehr scharf. Vielen lieben Dank hier nochmal an den Entwickler Chibik. Ich kann es nicht oft genug sagen. Das werde ich wahrscheinlich heute Abend den ganzen Tag spammen. Dafür, dass er mir die Möglichkeit gegeben hat, das Spiel jetzt schon zu spielen. Und vor allem, weil er es mir geschenkt hat. Oh, geil. Ich freue mich. So. Ja, ja, schau dir diese Axt an. Gut, als nächstes müssen wir diesen Baum fällen. Oh, der Baum. Oh, der Baum tut mir leid. Mir tut er auch leid. Wenn wir der Natur etwas nehmen, müssen wir ihr auch etwas zurückgeben. Oh. Wir leben in Mara. Der große Ozean, der uns umgibt, ist voller Leben. Wenn wir die Natur für uns nutzen, ist es auch unsere Pflicht, sie für die Dinge zu entschädigen, die wir uns genommen haben. Wir sind Teil des Kreislaufs. Koa, nichts von dem, was du siehst, gehört dir. Mara hat es uns nur geliehen. Das gefällt mir. Soll ich den Baum jetzt fällen? Was sagt man? Danke, lieber Baum. Nimm einen Samen. Wenn du mir den Baum gefällt hast, pflanze den Samen irgendwo auf der Insel. Oh, diese Musik, die ist einfach, da kriegst du einfach einen Ohrwurm. Das ist ein fairer Tausch. Alles klar, Cammy aus Dayland. Das bedeutet, wenn du einen Baum abschneidest, solltest du schon einen neuen Schweinchen gehen aus dem Weg. Solltest du ja immer einen nachpflanzen. Oh, wir haben Harz bekommen. Wollen wir mal gucken. Hier, Pinien. Hier ist die Frage, wo will ich den denn einpflanzen? Hier kann ich den nicht... Doch, hier. Hier kann ich den einpflanzen. Super. Der Baum ist jetzt angepflanzt. Ich hoffe, der wird richtig groß. Wenn du dich gut um ihn kümmerst, wird er bestimmt riesengroß. Ich werde ihn jeden Tag gießen, Jaja. Also gut, Koa. Möchtest du ein neues Rezept lernen? Wir machen heute Orangenmarmelade. Das Rezept ist sehr einfach. Geh nach Hause in die Küche und bereite sie zu. Ah, Zucker, Orangen und Marmelade. Super. Mit dem rechten Trigger können wir... weißt du was? Ich blende euch den Controller ein. Dann könnt ihr die Steuerung miterleben. Warum eigentlich nicht? Dann ist vielleicht ein ziemlich guter Learning-Effekt. So... Echse. Habe ich den Controller hier drin? Ja, habe ich. So. Wunderbar.
So. Aber wie die kleine Räder muss ich immer wirklich an. Koa Boom, Koa Boom. She is fast, she can run. Hey, Sluxy, grüß dich mal lieber. Ah, die Musik ist super. So, die Küche. Wir brauchen 3 Orangen. Ja, Oma, warum hast du uns die Orangen nicht gegeben? Also die heißt ja Jaja, aber ich nenne sie immer Oma. Ja, das ist natürlich jetzt ärgerlich. Jetzt muss ich Orangen, nochmal Orangen sammeln. Na komm schon, Koa. Einfach mal gegen den Baum getreten. So viel zum respektvollen Umgang mit der Natur. Na gut, sollte aber gehen. Komm schon, du hast bereits das Rezept, du brauchst nur noch die Materialien. Ich habe dir doch die 3 Orangen gegeben, Oma. Warum gibst du sie mir nicht wieder? Dann kann ich sie... Na gut, muss ich so machen. Das ist super. Ja, bei mir auch alles fit. Ich freue mich immer noch dafür, dass ich das Spiel jetzt schon spielen kann. Ich werde es spammen und werde euch damit auf den Sack gehen. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn euch das Spiel gefällt, könnt ihr euch das gerne holen. Ich weiß aktuell nur noch nicht, wie teuer das Spiel wird. Aber ich denke, ich rechne mal so zwischen 20, 30 Euro. Das kommt morgen auf Steam raus. Können uns die Shopseite noch mal kurz angucken. Ja, die Shopseite steht auch noch kein Preis dran, das ist schade. Aber geplantes Veröffentlichungsdatum 16. Juni 2020. Und ist vom Entwickler und vom Publisher Chibik. Gibt es auch für die Switch. Meine ich. Und ich glaube auch für andere Versionen. Sekunde. Gucken wir uns das mal genau an. Wishlist on Steam. Okay. Sommer in Mara. Gibt es für die PlayStation 4, Nintendo Switch, Steam und Xbox. Also für alle Konsolen. Und hier gibt es ein bisschen was zur Story. Ein paar Konzeptzeichnungen. Ein paar Artworks. Man muss echt sagen, das macht er super. Der ist ziemlich transparent, was das angeht. Hier gibt es noch mehrere Spiele. Dayland kennen wir ja. Habe ich ja auch schon Let's Played. Und vielen lieben Dank. Dayland Tiny Planet, Dayland, ich weiß nicht, ob was jetzt der Unterschied zwischen diesen beiden ist. Das möchte ich mir nochmal angucken. Das werde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Ich weiß nur nicht, ob es das auch auf Steam gibt. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Ah, das gibt es im App Store und im Google Play. Oh, das gibt sogar Mobile. Ah, verstehe. Ich verstehe. Ist wahrscheinlich etwas kleiner. Okay. Auf jeden Fall macht er viele, viele Spiele. Also nicht so viele, aber ich glaube, er hat 4. Aber die sind alle bis jetzt wunderschön. Ich habe jetzt noch nichts gesehen. Noch nicht gesehen, wie viele, dass er jetzt irgendwie, die jetzt nicht sehr niedlich sind. Naja, auf jeden Fall, ab morgen gibt es das Spiel zu kaufen. Offiziell. Ich darf das jetzt schon spielen. Warte mal, was brauche ich denn? Achso, die muss ich zur Oma geben. Die Oma ist hier unten. Hui, oh, ich hab Spaß hier, ich hab Spaß. Ja, ja, probier mal die Marmelade. Es gibt, gibt es Fisch zum Abendessen? Das kommt drauf an, ob sie anbeißen oder nicht. Wir werden sehen. Hast du Lust, leckeren Fisch zu kochen? Dann hör gut zu, ich gebe dir das Rezept, Koa. Du brauchst einen frischen Rotflossenwels. Dann schneidest du ein paar Karotten. Warum kommen die Piraten hier vorbei? Und dann fügen wir... Hey, ja, ja, warum kommen die Piraten hier vorbei? Bitte, hast du mir zugehört? Ich kann sie vom Berg aus sehen. Sie bleiben immer weit weg und kommen nie hierher. Das stimmt, ja. Wind Waker. Ja, das müsste ich eigentlich auch nochmal spielen. Aber ich glaube, dafür ist mein Videograbber von der Konsole zu schlecht. Vielleicht, weil es hier nichts Interessantes gibt. Unsere Insel ist winzig. Aber wir haben das Tor und die Quelle. Neo und Nao. Unsere Insel ist wunderschön. Das stimmt, aber wir pflegen die Insel ja nicht für andere. Wir pflegen sie, weil es wichtig ist, sich um sie zu kümmern. Auch wenn ich manchmal weggehe, komme ich immer wieder zurück. Wegen dir und unserem Haus. Und selbst wenn ich einmal weg bin, kann ich nicht aufhören, an die Insel zu denken.
Unser Zuhause ist ein Spiegelbild dafür, wie wir über uns selbst denken. Wir müssen uns doch selbst gern haben, nicht wahr? Das stimmt. Nun, worüber haben wir geredet? Übers Abendessen. Aber ja, wo war ich stehen geblieben? Nun, es ist nicht so wichtig. Es wird langsam spät, Chor. Ich brauche Treibstoff für das Boot. Fülle den Tank und bringe ihn zum Angelplatz. Natürlich, Madame Haku. Alles klar. Ich will jetzt noch mal ein bisschen die Insel erkunden, bevor ich jetzt hier bei den Quests weitermache. Allein auch, weil du nicht so lange kannst. In der Demo habe ich die Insel nur semi-bedingt erkundet. Oh, ich kann schwimmen. Ah, oben links eine Ausdaueranzeige. Okay, das bedeutet, ich kann nicht ewig schwimmen. Und das hatte ich mir halt schon fast gedacht. Ui, ich bin auf der Sandbank. Ich bin die kleine Koa. Renne schnell im Kreis. Renne schnell im Kreis. Ui. Ist es, wenn ich baden gehe, dann nur, wenn es ist heiß. Nee, komm, lass uns lieber. Auf jeden Fall. Schönes Spiel. Bis jetzt zumindest. Ich kann mir jetzt auch, wie heißt's? Ich kann halt auch nichts anderes oder mehr dazu sagen. Durch das Let's Play habe ich halt die Steuerung drin. Und das war's, ne? So. Ich brauche Wasser. Jaja hat gesagt, dass es in dieser Höhle früher Fledermäuse gab. Aber jetzt sind sie weg. Ich brauche einen besseren Hammer. Ah, den Hammer haben wir noch nicht. Wir müssen erstmal die Quest machen. Sammle Treibstoff von der Quelle am Tor der Wächter und bringe sie zu Jaja und Haku. Das ist die Quelle der Tore. Das ist also Wächtertor. Okay. Ich habe den Tank Oh, super. Alles klar. Wunderbar. Dann rennen wir mal zurück. Die ist schneller als Sonic. Auf jeden Fall. Oh, super. Ich freue mich tierisch. Ich glaube, das wird auch ein Spiel sein, wo ich mich richtig in das Spiel verlieben werde. Das ist ähnlich wie Dayland. Das habe ich ja auch zweimal durchgespielt und habe auch alle Steam-Errungenschaften reingeholt. Das war super. So. Und pass auf dich auf, Jaja. Weißt du noch, worum ich dich gebeten hatte? Wonach hattest du mich denn gefragt? Schokolade! Wenn du hier bleiben willst, kann ich das Boot nehmen und welche kaufen. In ein paar Jahren kannst du mich vielleicht in die Stadt begleiten. Das Meer ist sehr gefährlich. Versuche nie, allein mit dem Boot hinauszufahren. Und was ist mit dir? Naja, also schön. Ich erlaube dir, alleine zu fahren. Mach's gut, Jaja. Tschüss. Pass auf dich auf. Komm wieder. So, was haben wir denn noch zu tun? Eigentlich gar nichts. Ich werde Jaja ein Abendessen kochen und sie überraschen. Am besten probiere ich das leckere Fischrezept aus. Mal sehen. Erstmal muss ich einen Rotflossen in welchem Teich fangen. Jaja hat ihre Angel mitgenommen. Ich mache mir in der Werkstatt einfach eine eigene. Ich brauche nur ein paar Materialien. Okay. Warte mal, wo habe ich denn? Muss ich mal gucken, was ich brauche. Da muss ich mal gucken. Jo. Was mir an Dayland sehr gut gefallen hat, muss ich sagen, ist ja die Planetenkonstellation. Harzschwimmer brauche ich. Okay, wie mache ich den denn? Finde ich den irgendwo? Bin mir da nicht so ganz sicher. In der Demo habe ich den aus Versehen direkt gefunden. Nur aus Versehen. Okay, ich habe Köder gefunden. Ich brauche noch einen Harzschwimmer. Die Frage ist, wo finde ich einen Harzschwimmer? Warte mal, kann ich den nicht craften in der Werkstatt? Ich meine schon. Ich habe doch von dem Baum Harz bekommen. Das müsste doch eigentlich klappen. Ich glaube, da brauche ich sowieso noch Holz. Ich glaube, so war das. Guck mal, wie sie die Augen zusammenzieht. Ganz normal. Rennen. Jetzt wird sie richtig ernst. So, warte mal. Werkstatt, Harzschwimmer. Ja, Holz und Harz. Okay. Habe ich überhaupt noch genug Holz? Ja, habe ich. Gerade so. Jetzt habe ich eine Angel. Ich sollte sie direkt am Teich ausprobieren. Wie war noch gleich das Rezept? Fisch, ein paar Karotten. Beim Rest habe ich nicht zugehört. Naja, wie auch immer, das wird schon reichen. Alles klar.
Also ein liebes Mädchen, die fängt gut an zu kochen, das ist super. Jetzt aber hier. So. Super, jetzt haben wir 4 Karotten bekommen. Ist schon mal wesentlich mehr als bei Dayland am Anfang. Woher ich den Entwickler kenne? Eigentlich gar nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war folgendermaßen. Und zwar Anfang April hat Steam Dayland als Giveaway verschenkt. Und da habe ich gemerkt, okay, ich habe richtig Lust auf... das Spiel gefällt mir. Und da habe ich das ja dann einmal privat komplett durchgespielt. Und später habe ich es ja dann auch Let's Play. Das hat ja dem Justin zumindest sehr gut gefallen. Und dann wollte ich es aber korrekt machen und habe halt mal geguckt, wo ist der Entwickler, wie kann man den kontaktieren. Dann habe ich einfach eine Support-Mail geschrieben. Der Entwickler hat mir am Sonntag auch direkt geantwortet und nicht irgendein Support-Mitarbeiter, sondern wirklich der Herr Chibik selbst, dem sein Name ist, glaube ich, dementsprechend auch. Und da hat er mir gesagt, ja, hey, vielen Dank, dass du Dingsbums Let's Plays, Let's Played hast und Dayland, dass dir das so gefallen hat. Ist super, wir freuen uns als Entwicklerstudio dir die Lizenzen zu geben. Und wir würden uns freuen, wenn du halt Sommer und Mara Let's Playen würdest. Hier hast du einen Steam Key. By the way, wie war das? By the way, here's a Steam Key from Summer and Mara. Just because you let's play Dayland. Thank you and have fun. Oh, wunderbar. Und das habe ich natürlich gestern installiert, geguckt, wie es klappt. Und freue mich heute, euch das Spiel präsentieren zu dürfen. Und ja, super. Das sieht nicht wirklich lecker aus. Ich hoffe, dass es wenigstens essbar ist. Oh nein, wenn es zu dunkel wird, findet Yaya nicht mehr zurück. Ich muss das Feuer auf dem Berggipfel anzünden, damit sie den Weg findet. Ich brauche nur eine Fackel. Das ist einfach. Yaya hat mir beigebracht, wie man eine macht. Ich glaube, ein bisschen Holz ist genug. Okay. Auf jeden Fall. Also, ist ein kleines Entwicklerstudio. Ich hätte jetzt, man hätte ja auch sagen können, okay, bei kleineren Entwicklern, ja, wenn dir das Spiel gefällt, du kriegst, ich habe ja eigentlich nur damit gerechnet, dass ich, dass ich die Erlaubnis bekomme, mir das Spiel selbst holen muss, aber dass er mir das Spiel schenkt als Dank, dass ich Werbung für Let's Play für Dayland gemacht habe, muss ich sagen, super. Ah, ich habe keine Piniensamen mehr. Schade. Das ist eine Eule. Auf jeden Fall hat er mich positiv überrascht und ich fand so, das ist eine coole Sache. Nein, nicht zerstören, bist du des Wahnsinns! Und so will ich mal den... Hallo, ich will hier... Okay, es funktioniert auch so, super. Ehrlich. So. Stimmt, ich muss eine Fackel herstellen, weil ich kein Holz mehr habe. Auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, finde ich super. Finde ich eine geile Aktion. Deswegen, also wenn euch das Spiel gefällt, könnt ihr den Entwickler gerne unterstützen. In meinen Augen hat er sich das verdient. Das machen nicht viele Entwickler, muss ich sagen. Also es machen schon einige, vor allem die Großen, halten sich dann auch an die Großen. Aber ich dachte mir einfach, aber dass der Entwickler auch kleinere Let's Player unterstützt, ist eigentlich ziemlich super. So, die Fackel, die hat unten links. Ich bin sicher, wenn ich die Spitze erreichen kann, dass ich die Spitze erreichen kann, wenn ich schnell renne. Ja, dann mach das. Die Fackel geht natürlich auch aus, aber wir können hier diese Fackeln entzünden. Dann haben wir ein bisschen... Ja, dann läuft das. Ist eigentlich ganz cool. So, jetzt können wir unsere Fackel erneut anmachen. Na, sieht von der Optik auch wirklich Dayland ähnlich aus. Ich bin froh, dass sie sicher angekommen ist. Ich hoffe, sie hat mir einmal eine Schokolade mitgebracht. Wo ist... Ich hoffe, dass ich von hier oben noch mehr schöne Boote... Kann ich eigentlich Fallschaden bekommen? Ich weiß nicht, ich will der Kleinen jetzt natürlich nicht wehtun, aber weiß nicht. Ich habe aber noch keine Schadensanzeige.
Ich brauche einen besseren Hammer. Ich glaube, im Prolog in der Demo hatten wir den Hammer schon. Daher habe ich ein bisschen mehr. Warte mal. Ich habe jetzt hier keine Karte, ne? Okay. Das bedeutet, ich muss die Insel einfach kennen. Im Intro habe ich gesehen, dass man später noch einen Hund haben kann und darauf, oh, ein Hundi, ich hatte, oh, in dem Spiel, das ist schon cool, das ist schon echt cool. Also auf jeden Fall, duftes Game. So, Omi, ich nenne sie jetzt einfach Omi. Ups. Jaja, du hast mir Schokolade mitgebracht. Die habe ich vergessen. Wie schade, Jaja. Hätte ich das gewusst, hätte ich kein Abendessen gekocht. Du hast Abendessen gekocht? Ja, das Fischrezept, das du so gerne magst. Es ist nicht sehr gut geworden. Es hat mich nicht besonders inspiriert. Das ist schon in Ordnung. Es tut mir leid, Jaja. Keine Sorge, Koa. Es war dein erster Versuch. Das ist normal. Talent muss gefördert werden. Übung macht den Meister. Fürchte dich niemals davor zu scheitern oder falsch zu liegen. Mache einfach morgen wieder Abendessen, dann übermorgen, dann überübermorgen, bis alles klappt. Laufe niemals vor deinen Fehlern davon. Nächstes Mal mache ich's besser. Genau. Komme zum Tor der Wächter. Warum? Ich möchte dir etwas sagen. Aber nimm zuerst diesen Schlüssel und hole mir die Kristallkugel aus meiner Truhe. Ja, das ist gemein. Das ist gemein. Keine Schokolade, dabei haben wir uns so viel Mühe gegeben, Essen zu machen. Aus deiner Truhe? Ja, du hast mir noch nie erlaubt, in deine Truhe zu schauen. Heute machen wir eine Ausnahme. Wir treffen uns am Tor. Okay, ja. Gut, die Kleine kriegt jetzt keine Schokolade. Das ist schade eigentlich. Verdient hätte sie sich. Weißt du was, wir fahren zum Urlaub nach Mara und bringen der Kleine ganz viel Schokolade mit. Ich habe hier noch ganz viel Schokolade rumliegen. Die kann die Koa alle haben. Öffnen. Ah, hier ist der Kristall. Diese Truhe ist voll mit Kleinigkeiten von mir. Und einer Menge Briefe und Papier. Haku bewahrt alles auf, aber nichts Wertvolles. Ich werde Jaja den Kristall bringen. Super. Gehe zum Tor der Wächter. So, wir können... Ich glaube, in der Demo habe ich auf YouTube auch gesehen, dass man auch hier, wenn die Schweine wach sind, dann folgen die einem und dann können wir die auch hier ins Gehege reinstecken. Aber ich finde, die können ruhig hier draußen... Eiern. Die machen ja nichts, machen keinen Dreck oder so. Oh, die Musik hat sich geändert. Ich glaube, es wird ernst. Ich glaube, jetzt lernen wir was. Wir lernen jetzt ein bisschen was von der Story. Was wolltest du mir sagen, Jaja? Erinnerst du dich an die Geschichte über die Wächter? Ja, sie beschützen das Meer und das Tor. Genau. Wann auch immer die Insel einer Bedrohung ausgesetzt war, versammeln sie sich hier und öffnen das Tor mit Hilfe der 4 Kristalle. Öffnet sich das Tor irgendwann wieder? Nur wenn Mara in großer Gefahr ist. Sie wird sich öffnen, wenn die 4 Kristalle hier eingesetzt werden, wie 4 Schlüssel. Ich wünsche, ich könnte sehen, was sich hinter ihr verbirgt. Jetzt ist dafür nicht der richtige Augenblick. Was ist mit den Wächtern geschehen? Sie sind nach und nach verschwunden. Nur wenige begriffen ihr Werk. Das ist traurig. Ich glaube, dass die Welt durch die Zusammenarbeit zwischen den Leuten angetrieben... ich glaube, dass die Welt durch die Zusammenarbeit zwischen den Leuten angetrieben wird. Siehst du die Spirale auf dem Tor? Die Punkte sind voneinander getrennt, aber die Spirale verbindet sie alle. Der Wind von Mara. Stimmt. So wie du mich um etwas bittest und ich dir helfe. Und du dann vergisst mir, die Schokolade mitzubringen. Du bist ja eine tolle Oma. Meine Oma füttert mich immer mit Schokolade. Ja. Auch wenn du immer meckerst oder beklagst. Wenn du dich immer beklagst. Naja, ich würde am liebsten nichts tun. Liegst du denn nicht gerne einfach im Gras? Natürlich, wer denn nicht? Es ist jedoch sehr wichtig, Verantwortung zu übernehmen. Wenn einer dieser Punkte verschwindet, würde alles zusammenbrechen. Koa, du musst anderen helfen. Immer. Wie? Indem du ihnen gibst, was sie brauchen. Oder einen Samen einpflanzt. Jede Tat, so klein sie auch erscheint, kann anderen nützen. Müssen wir allen helfen, selbst wenn sie gemein sind? Es gibt gemeine Leute, die verloren sind und Hilfe brauchen. Aber es gibt auch Leute, die wirklich gemein sind. Wie kann ich den Unterschied erkennen? Das erkennst du, wenn du ihnen in die Augen siehst. Lade sie zum Essen ein. Das sagst du oft. Ja, ja. Mit Speis und Trank gewinnst du jedes Herz. Das stimmt auch, Koa. Vergiss das nicht. Es ist Zeit, schlafen zu gehen. Jetzt schon? Der Tag ging wirklich schnell vorbei. Gute Nacht, kleine Wächterin. Na gut,
dann müssen wir schlafen gehen. Ich glaube, hier hat auch die Demo aufgehört. Meine ich. Ohne Mampf kein Kampf. Der Spruch ist cool. Der Spruch ist geil. Auf jeden Fall, ich glaube, da hat jetzt auch die Demo aufgehört und fing der Trailer dazu an. Das bedeutet viel länger. Kenne ich das Spiel jetzt nicht. Ab sofort ist alles blind. Haier machen. Ich glaube, das war das Tutorial. Weitergeht oder ob das jetzt einfach nur Intro war und das Spiel morgen erst freigeschaltet wird. Ich glaube nicht. Also wenn wir die Leute alle noch kennenlernen, dann glaube ich, wird das Spiel richtig lustig. Darauf hätte ich jetzt Lust. Na komm schon. Es lädt. Super. Nichts. Nicht ein einziges Piratenschiff in Sicht. Und ich bin am Verhungern. Ich werde mir einen Brombeersaft zum Frühstück machen. Ich hoffe, sie sind schon reif genug für die Ernte. Sammle ein paar Beeren von wilden Büschen, um Saft herzustellen. Super. Noah. Now. Die Oma hat gesagt, du sollst nicht aufs Dach klettern. Oben links sieht man jetzt auch eine Hungeranzeige. Das bedeutet, wir müssen also auch was essen. Hier im Tutorial hat sich alles abgebaut. Okay. Ah, hier gibt's... gegen Baum getreten. Super, wir haben Pinienkern gefunden. Das sind übrigens die gleichen Sprites wie bei Dayland, muss ich sagen. Ist aber an sich nicht schlimm. Beeren, yay. Okay, ich verstehe. Die Insel sieht jetzt ganz anders aus. Das reicht. Ich glaube, ich erinnere mich an ein Rezept, das Yaya mir beigebracht hat. Ich muss nur diese Beeren zerdrücken, das war's. Jo, obwohl... wir haben also hier die Schweinefarm noch nicht. Aber wir haben eine Axt und eine Hacke. Okay. Gut, das bedeutet, wir haben hier noch einiges zu tun. Hier können wir... Ich verstehe immer noch nicht, wie die Hühner im Hühnerstall gelernt haben zu fliegen. Ja, wenn die Hühner rauslässt, passt das schon. So, Küche. Brombeersaft. Gut, das Spiel geht wahrscheinlich jetzt erst los. Das schmeckt gut, aber ich habe in letzter Zeit nur Wildfrüchte gegessen. Ich sollte die Felder bepflanzen oder ein Nickerchen machen. Nein, Moment. Ich muss die Felder vorbereiten und bepflanzen und ernten. Uff, Arbeit ist anstrengend. Gegrillter Fisch, wunderbar. Ah, oh, gegrillter Fisch. Garnele, Holz und Plattfisch. Okay. Sieht eher aus wie ein Fischgrillspießchen. Ein leckerer Fisch, in Klammern. Okay, super. Ja, Noah, Koa, Entschuldigung. Ja doch, Koa, da hast du noch ein bisschen was zu tun. So.
Aber immer nur frisch zu essen ist auch nicht so gut. Das hat ja der Akku schon mitbekommen. Super. So. Achso, ja, da muss ich im richtigen Winkel stehen. Super. Ja, ich finde das super. Ich mag das. Ups, ich habe die Felder nicht gegossen. Boah, schäm dich. Ich sollte einen neuen Brunnen bauen, aber ich bräuchte dafür einen Hammer. Vielleicht kann ich mit der Axt Materialien aus dem alten, kaputten Brunnen gewinnen. Ich erinnere mich nicht, wo ich den Hammer zuletzt hingelegt habe. Vielleicht kann ich einen neuen anfertigen. Super, aber vorher machen wir es noch richtig. So, dann haben wir natürlich auch so viel wie möglich gepflanzt. Das ist gut. Supi. So, jetzt bauen wir uns einen Hammer. Brauche ich Metall und Holz. Na super. Frage ist, wo kriege ich Metall her? Die Frage ist, wo ist der alte Brunnen? Wo ist der alte Brunnen? Wo? Ah, hier. So, hier habe ich Zeug für einen neuen Hammer. Okay. Gut, mit dem Hammer kann ich Dinge bauen und Steine für neue Materialien zertrümmern, aber ich brauche noch etwas. Ah, jetzt weiß ich es, ein Eimer. Ich muss einen Eimer für einen neuen Brunnen herstellen, dann werde ich mehr Materialien sammeln können. Okay. Werde ich jetzt zugebombt mit... Okay, warte mal, was haben wir denn hier? Sind keine Rezepte verfügbar? Werkstatt. Eimer, Kork und Seil. Dafür brauche ich zweimal Faden, okay. Nachdem ich den Eimer hergestellt habe, was hat Jaja noch gesagt? Einen Brunnen zu bauen ist ganz einfach. Ein Loch im Boden, Holz und Steine. Ich finde das gar nicht so einfach. Ich werde Holz von einigen... Okay. Mit dem Hammer kann ich Steine zertrümmern. Ich bin mit... Alles klar, super. So, was haben wir denn noch bekommen? Okay. Ansonsten nichts. Ich brauche etwas, um die Truhe zu öffnen. Ah, okay, ich verstehe. So, hier Saatgut. Hühnerstall. Okay. Ich brauche noch zwei Steine und Holz. Das bedeutet erstmal einen Baum fällen. So. Erstmal neue Pinienkerne nehmen. Es resettet sich. Also, wenn ich einen Baum fälle, dann muss ich auch durchziehen. Wunderbar. So, was hat die Jaja gesagt? Wir müssen natürlich auch wieder nachpflanzen. Ach, weißt du was? Warum nicht zwei Bäume? Können wir ein bisschen expandieren. Kann ich beim nächsten Mal, wenn ich dringend mehr Holz brauche, mal ohne Probleme ruhig mal ein paar Pinien mehr anpflanzen. So. Oh, super. Jetzt ist mein Essen wieder voll. Das ist supi. Oben links die... Ah, die Anzeige oben links ist also... Die dauert ein bisschen. Okay, ich verstehe. Ich finde es goldig, wie Salbe im Fuß dagegen tritt. Schön. So, ich brauche immer noch Holz und Steine. Den Baum will ich jetzt nicht pflanzen, abhauen. Das ist nämlich ein Orangenbaum. Die brauchen wir für die Früchte. Okay. Oh, Errungenschaft! Erste Errungenschaft bekommen. Explorer, super. So. Ah, das wird interessant, das Spiel. Das wird interessant. 50% Gesundheit habe ich noch. Ich habe aber jetzt auch genug Holz. Verbrauch trennen. Ausdauer. Ja, Condition. That's okay. Why not? So, zertrümmern. Ja, jetzt kann ich hier. Super. Ah, Metall. Wunderbar. Ich
brauche nochmal Stein. Okay, jetzt habe ich alles. Hat es jetzt ein bisschen gebraucht. Ich hoffe, dass die Teile nachkommen. Orange nehme ich natürlich mit. Das ist klar. Oh, zwei Orangen. Super. Hat es hier bei Dell... Hat es hier bei Dellend auch... Geld und eine halbe Lebensenergie. Okay. Warte mal, regeneriert sich meine Ausdauer, wenn ich nichts mache? Bin mir da nicht so ganz sicher. Oder sinkt die? Ich bin mir da gar nicht sicher. Ich habe so ein folgendes Problem, und zwar wollte ich eigentlich nur ein paar Stündchen hier spielen. Eins oder zwei. Warte mal, wo legen wir denn den Brunnen am besten hin? Vielleicht hier, so, hier dran. Ja. Vorsichtig mit den Hindernissen, das sind wir. Hier können wir drehen, ist ja egal. Danke, lieber Berg. Danke, lieber Baum. Ich hoffe, euch gefällt der Brunnen, den ich angefertigt habe. Nun. Und nun gieße ich alles. Dieser Teil gefällt mir am besten. So, langsam, langsam, langsam und schnell, yay, geht das so? Das ist eine Menge Arbeit, aber es lohnt sich. Ich frage mich, ob es noch andere Inseln wie meine gibt. Ich wünsche, ich könnte sie besuchen, aber die Quelle liefert gerade kein Treibstoff und das Boot ist immer noch kaputt. Egal, ich gehe an den Strand und sammle ein paar Muscheln, die mir von den Wellen Maras geschenkt wurden. Oh, super. Ich will aber hier nochmal... Ah... Okay, das ist echt super, dass das so einfach geht. Ich dachte, man muss jetzt immer hin und irgendwie... Nö, es geht super. Okay, den Pinien geht's auch gut. Wunderbar. So, was haben wir denn hier? Sammel drei Muscheln am Strand. Das Boot ist kaputt. Wo ist die Oma eigentlich hin? Das ist schade. Das ist schade. Wo ist die Oma hin? So, es ist 18.18 Uhr im Spiel. Ist cool, dass seine Uhr drin ist. Bei, obwohl ich sagen muss, bei Dayland hat es mir auch nicht so schlimm gefallen. Ah, diese hier ist wunderschön. Perfekt zum Dekorieren. Ja, ja, liebt sie immer. Uff, was für ein anstrengender Tag. Meine Möwen hätten mir wenigstens helfen können. Aber Möwen sind faul. Geil. Ja, bei Dayland war es halt immer so, dass du dich da an der Sonne orientieren musstest. Aber dafür hattest du auch einen ultra schönen Blick durchs All. Na, wollen ich nochmal angeln gehen zum Abend hin? 19 Uhr. Da kann man schon mal angeln. Super, wir haben Fisch gefangen. Das ist doch schon mal schön. Halb acht im Spiel. Will ich noch was machen? Ich habe drei Pinien gesät. Meine Energie reicht jetzt noch ein bisschen aus. Von daher passt das schon. Ah, die hat so ein kleines Leuchten. Einen besseren Hammer. Bessere Hacke? Okay, 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 ich verstehe. Ja, komm, einen Baum nehme ich noch mit. Ich hoffe, man kann die Felder auch ein bisschen erweitern, so dass man nicht nur diese Felder hier hat, sondern dass man vielleicht auch irgendwo anders da mal was bauen kann oder so. So ein eingezäuntes Feld oder so. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ja ein alter Harvest Moon-Veteran, was das angeht. Von daher habe ich richtig, richtig Lust, einfach alles zu dekorieren. Also ich kann ja euch sagen, ich werde wahrscheinlich so schnell heute mit dem Spiel nicht aufhören. Da unten liegt was. zum Glück habe ich noch keine Schadensanzeige. Oder generell. Ja, ja, hat mir mal erzählt, wenn sie mit einer Freundin, wie sie mit einer Freundin immer Muscheln gesammelt hat. Das ist super. Hier kann ich also auch angeln. So, jetzt muss ich aber zurück. Meine Ausdauer wird langsam gering.
Ah, Garnelen. Super. Ist das was Besonderes? Nee, ist nur eine ganz normale Pflanze. Na gut. Ja, geil. Also ich muss sagen, ich hätte hier kein Problem damit, hier mal Urlaub zu machen. So, oh, schon 22:30. Kleiner, wir sind viel zu spät. Koa ist erschöpft, die muss sich ausruhen, um wieder Kraft zu sammeln. Das stimmt. Jo, wie lange sind wir dann online? Knapp Stündchen. Was ist dort am Strand? Vielleicht im Schiff? Neue Quest, geht zum Strand und finde heraus, was es mit dem hellen Licht auf sich hat. Was für ein helles Licht? Was für ein helles Licht? Warum kann ich nicht rennen? Oh, komm schon. Ich wollte doch schlafen gehen. Ich glaube, da hast du gar nicht mal so Unrecht. Wer oder was ist das? Oh, was für ein schönes Licht. Komm, Lichtlein, komm her zu mir. Hab keine Angst. Hast du dich verirrt? Kann ich dir helfen? Komm. Komm nur, sei nicht schüchtern. Es ist weg. Na, super. Ich glaube, da lagst du mit dem UFO gar nicht so entfernt. Ich wette, Nio und Nao wissen etwas über das Licht, das ich letzte Nacht gesehen habe. Von da oben sehen sie alles. Allerdings sollte ich ihnen etwas zu essen mitbringen. Ich hoffe, einige Orangen reichen. Bring etwas zum Essen als Opfergabe zu den Statuen von Nio und Nao. Okay, okay. Hab ich doch. Ah, meine Energie ist wieder voll. Super, ich habe aber Hunger. Ist mal eine Karotte. Warum eigentlich nicht? Super. Zwei Karottchen, dann geht's der Kleine auch wieder gut und die ist voller Energie. So, ich werde jetzt noch ein paar Orangen sammeln. Nio und Nao sind zwei Steinstatuen. Und diese Steinstatuen sind hier oben auf dem Gipfel. Kann ich da eigentlich auch irgendwie so ein bisschen Shortcut machen? Ich muss den ganzen Weg nicht laufen. Okay, das meiste muss ich doch laufen. Opfern. Perfekt. Ich hoffe, ihr mögt sie. Ihr seid nicht sehr gesprächig, oder? Nio, Nao, ich mache mir Sorgen. Ich habe ein Licht mitten auf dem See gesehen. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber vielleicht ist es nichts Gutes. Ich hoffe, ihr haltet von hier oben Wache. Wenn ihr etwas seht, dann wisst ihr, was zu tun ist. Aber jetzt sollte ich das Feuer machen. Es wurde schon lange nicht mehr angezündet. Gut. Achso, jetzt muss ich eine Fackel machen. Okay. Super. Ist schön, die Insel. Ist schon schön, muss man sagen. Ist schon krass, wenn man irgendwie eine Fun-Vermutung macht und diese dann sich dann auch bestätigt. So, keine Rezepte verfügbar. Ich habe doch eine Fackel. Ich habe doch eine Fackel. Besitze ich die schon? Chaoskleidung, Schildkrötenrucksack. Mit diesem Rucksack siehst du zwar nicht aus wie eine Ninja-Schildkröte, aber immerhin wie eine normale Schildkröte. Kann ich den anziehen? Ach komm schon, den Turtle-Panzer. Ach komm schon. Ach, schade. Ich dachte, den könnte ich jetzt irgendwie... So, die Frage ist, entzünde das Feuer für Nio und Nao. Hätte ich da vielleicht gar nicht runterspringen müssen? Finde ich eigentlich ein bisschen komisch. So, wie lange ist die Fackel denn noch gut? So, jetzt mache ich sie nochmal neu. So, unten links, da bin ich jetzt leider dran.
Fertig, bestimmt könnt ihr jetzt alles besser erkennen. Es ist lange her, dass ich die Flamme entzündet habe. Was ein neues Bauelement. Feuer, super Lagerfeuer. Vielleicht sollte ich mir in der Nähe von meinem Haus, also nicht ganz so nah an meinem Haus, ein Lagerfeuer machen. Dann kann die Kleine sich auch mal in kälteren Nächten aufwärmen. Das ist schon mal super. Ja, aber wie gesagt, Muten-Oschi-Style. Das stimmt, ja. Ich nenne ihn immer gerne Muten-Oschi. Ich weiß noch nicht warum. So, Bären sammeln ist natürlich wichtig, ne? Das ist klar. Wir sind hier im Survival-Modus, ne? Wir sind hier nicht zum Urlaub. Auch wenn es urlaubmäßig passt. So, was brauche ich denn? Kohle. Wo finde ich denn Kohle? Kohle, 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 Kohle. Bauen. Brett und Nagel habe ich nicht. Brauche ich hier bestimmt auch. Diese frechen Schweinchen sind eines Tages weggeschwommen. Ich vermisse sie so sehr. Och, warum? Das bedeutet, wir haben keine Tiere hier. Kriegen wir bestimmt, wenn wir hier irgendwann mal die Insel verlassen können. Dann werden wir sicherlich werden wir uns sicherlich Tiere aneignen können. Die Quelle gibt nichts mehr her. Ich habe nichts, mit dem ich Flüssigkeit in dieser Quelle sammeln kann. Okay, ich verstehe. Was ist das? Ich brauche eine bessere Hacke. Ah, Blumen. Und das ist der Altar für den Kristall. Ich verstehe. Bloß nicht hier runterfallen. Oh, da unten ist was. Ganz vorsichtig. Ah, Mineralien. Ist das Gold? Metall? Ah, es lädt sich wieder auf. Okay. Na komm, spring. Supi. So, dann nehme ich... Ah, hier ist noch was. Aber ich finde keine Kohle, ne? Ja, dafür finde ich Metall. Vielleicht kann ich daraus irgendwann mal was bauen. Das wäre super. Also ich muss sagen, ich werde das Spiel wahrscheinlich noch wesentlich, wesentlich mehr spielen. Es ist ein sehr schönes Spiel. Wie der Vorgänger Dayland auf jeden Fall. Und ich genieße es total. Schäfchen! Jaja hat immer gesagt, dies wäre ein Schafstall, aber ich habe nie welche gesehen. Können wir die schon bauen? Nein, noch nicht, ne? Aber wo ist die Jaja hin? Das Boot ist kaputt, also von daher... Wo ist die hin? Das wundert mich gerade ein bisschen. Hallo, du Möwe! Nein! Ich dachte, ich könnte irgendwie... Aber da kann man doch irgendwie hin. Okay. Ich will nicht, dass die Kleine ertrinkt, weil sie nicht mehr schwimmen kann. Das Hawaii-Hemd von der Kleinen ist echt geil. Das ist cool. So. Ja, ja, ja. Schau jetzt. Oh ja. Super. Ja, ich habe die Muschel gefunden. Super, wunderbar. Boing, wie so ein kleiner Springflo. Nein, 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 nein. Da musste man ja gleich mitfiebern. Oh, schön. So, und der nächste Tag ist auch schon wieder vorbei. Ist auch schon wieder 19 Uhr. Naja, mal gucken, vielleicht kann ich noch ein bisschen fischen. Y. Oh, 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 der Fisch ist aber... Rotflossenwelt. Super. Ich würde sagen, ich koche dann noch was. Also abends immer was Leckeres kochen ist immer super. Dann muss ich die wieder gießen? Könnte ich eigentlich noch mal machen. Okay, das reicht also, wenn ich das einmal hier...
super, die brauchen noch knapp 2 Minuten. Das ist doch super, freue ich mich. Eintreten. Küche. Das ist Jajas Rezept, aber irgendwas fehlt noch. Ah, hat Energie gegeben, das ist super. Ansonsten haben wir hier alles. Okay. So, etwas sehr Interessantes wird bald passieren. Super. Toll. Na gut, gehen wir mal schlafen. Da ist schon wieder dieses Licht. Diesmal scheint es näher zu sein. Ich werde es mir anschauen. Kehre an den Strand zurück. Um die Quelle des Lichts zu finden. Sicher, dass das näher ist? Lichtlein, Lichtlein an der Wand. Komm, bitte, ich will dir helfen. Du hast dich bestimmt verirrt. Sonst kommt niemand so nah an die Insel. Lichtlein! Puh, was für ein launisches Licht. Naja, ich gehe besser schlafen. Sag mal, lässt mich das Licht jetzt die ganze... Oh, ich kann schnell schwimmen. Und jetzt gehe ich schlafen. Okay, nächster Tag. So, die brauchen noch eine Minute. Der Brunnen ist ausgetrocknet. Du brauchst Regenwasser. Das bedeutet, ich muss... Ja, stimmt, das geht ja nur bis zu einer gewissen Grenze. Okay. Was? Was ist das? Wer ist das? Hey, du! Wer bist du? Hallo, bist du das Licht von gestern? Hast du dich verirrt? Oh, napopo. Vielleicht verstehst du mich gar nicht. Bist du ganz alleine? Hast du Hunger? Natürlich. Keine Sorge, ich bringe dir einen köstlichen Saft. Bitte verhungere nicht. Ich bin gleich wieder zurück. Aha. So, dieses Licht war also die Napopo. Der Name ist schon goldig. So, warte mal, für Saft brauche ich Beeren und Karotten. Und Orangen. Oh, Karotten habe ich gerade so noch welche. Na gut. Ja, hoffentlich lohnt sich dann deine Freundschaft, lieber Napopo, weil ich opfere dir jetzt meine letzte Karotte. Bitte verhungere nicht. Also es ist schon goldig. Es ist wirklich ein sehr, sehr lustiges, ein sehr, sehr schönes Spiel. Natürlich auch für liebe Eltern, beziehungsweise liebe Kinder. Wenn euch das Spiel gefallen hat, fragt eure Eltern, sagt ihnen Bescheid. Ich kann es nur empfehlen. Und es vermittelt auch eine gute Message, muss ich sagen. Also von daher... Hier, ich hoffe, er ist nicht zu sauer. Jaja hat immer ein paar Zuckerwürfel hineingeworfen, aber ich habe leider keine mehr. Brauchst du noch etwas? Ne, Popo. Kannst du sprechen? Na komm, versuch's mal. Sag Koa. Ich bin Koa. Vielleicht verstehst du mich nicht. Du verstehst mich, das ist toll. Wir müssen einen Weg finden zu kommunizieren. Ich hab's, du könntest etwas malen. Weißt du, wie man malt? Wenn ja, lächel mal. Yay! Irgendwo auf der Insel müssen meine Wachsmalstifte sein. Vielleicht sind sie in Jajas Truhe. Ich weiß, dass ich nicht darin herummühlen sollte. Andererseits ist das hier ein Notfall. Warum hat die uns einen Schlüssel gegeben? Und wo ist die Nana hin? Super. Gut, wir müssen also kommunizieren mit Bildern. Von der Kleinen haben wir jetzt einen Schlüssel gekriegt. Damit können wir die Truhe unserer Oma öffnen. Die Truhe ist, in der Truhe sind viele Bilder, die ich gemalt habe und altes Zeug. Hier sind ein paar von Jajas alten Notizen.
Hier hat sie eine Adresse auf einen Namen aufgeschrieben. Saimi, Leuchtturm von Quelis. Ich habe den Namen noch nie gehört. Hier sind noch mehr Namen. Aber sie wurden durchgestrichen. Puh, egal. Mal sehen. Ah, hier sind die Wachsmalstifte. Jetzt muss ich nur noch eine Tafel anfertigen, auf der man malen kann. Vielleicht aus einer Holzplanke. Ah, Brett. Okay. Werkstatt. Jawohl, Brett. Wunderbar. Warte mal, kann ich jetzt eigentlich schon einen Hühnerstall oder so bauen? Bretter kann ich machen, Metall, aber ich habe keine Nägel. Okay. Muss ich erstmal zu der Napopo gehen. So, hier rüber. Und dann springen. Okay, jetzt haben wir alles beisammen. Yay, toll. Lass mich nachdenken. Ich habe so viele Fragen, dass ich nicht weiß, wo ich anfangen soll. Okay, magst du Schokolade? Herrlich. Herrlich. Die wichtigste Frage überhaupt. Wenn du jemanden kennenlernen willst, erstmal fragen, magst du Schokolade? Wenn er ja, wenn er sagt ja, dann ist es dein Freund. Okay, das ist gut. Hast du dich verirrt? Oh, wie traurig. Weißt du, wie du wieder zurück nach Hause kommst? Das bedeutet, du weißt es, aber kannst nicht zurück. Oh nein, das tut mir leid. Warum kannst du nicht wieder zurück? Hat dir jemand wehgetan? Ich bin mir sicher, dass wir eine Lösung finden können. Oder du kannst auch hier bei mir bleiben. Ich habe keine Schokolade. Aber ich habe so viel Orangensaft, wie du willst. Oh, möchtest du nicht bleiben? Was möchtest du dann machen? Ah, ich kann dich nicht auf dem Boot mitnehmen. Es fährt nicht mehr. Ich kann diese Insel nicht verlassen. Das Boot könnte ich reparieren, aber es gibt keinen Treibstoff. Die Quelle ist ausgetrocknet. Du? Du könntest etwas wegen der Quelle tun? Yay! Dann lass uns zur Quelle gehen. Übrigens, wie heißt du eigentlich? Natürlich, dein Name ist Napopo. Okay, geh zur Quelle. Ich hole den Tank. Er sollte auf dem Boot sein. Super. Na, wunderbar. Ist auch super, wenn die sich verstehen. So muss das sein. So gefällt mir das. Okay, ich habe Faden und... Du Möwe, hättest mir mal helfen können. Faule Möwe. Gut. Die Kleine ist jetzt oben bei der Quelle. Aber natürlich möchte ich noch... hier noch ein paar Orangen sammeln, das ist klar. So, die Mine ist auch leer. Hier ist die Kleine. Warum kann die das? Die erste Frage, die ich mich eigentlich stellen würde, ist, wow, wer ist das und warum kann sie das? Oh, toll, das war hübsch. Napopo, wer bist du? Ja. Das ist mir schon klar, dass das deine Eltern sind und dass du wahrscheinlich in einem Baum gelebt hast. Wer ist das? Oh, das tut mir so leid. Das bedeutet, dass ein paar Leute deiner Familie wehgetan haben. Wir werden sie finden und dann können sie was erleben. Ich werde das Boot reparieren und dann suchen wir sie. Yay! Fertige zuerst neue Ruder an. Flicke dann die Löcher. Und dekoriere dann zum Schluss das Deck. Napopo, was denkst du? Yay, kriegen wir hin. Lass uns Holz besorgen. Neues Rezept. Repariere. Ja, ja. Ja, ja, Hakus Boot. Ja, super. Okay, mach ich den alten Tank mal voll. Ich habe den Tank aufgefüllt. Supi. Hey, Kleine ist ganz schön fleißig. Das muss man lassen. Also, die haut echt was weg. Wie lange sind wir dann? Ich will nicht länger als 2 Stunden machen, weil ich mich kenne. Weil wenn ich länger als 2 Stunden das Spiel spiele, kann ich nicht mehr aufhören. Und dann ist wieder mitten in der Nacht. Und das möchte ich natürlich gerne unter der Woche vermeiden. Am Wochenende geht das mal, aber sonst nicht. So, bauen. Wir brauchen 2 Ruder. Metall haben wir und Holz. Okay. 2 Ruder. Die Frage ist, was fressen die Ruder? Fressen natürlich bestimmt eine Menge Holz. Okay, 2 Ruder bedeutet 4 Holz und 2 Bretter.
Und 4 Holz für 2 Bretter. Okay, das bedeutet 4 Holz, 2 Bretter sind knapp 12 Holz für die Ruder. So, ich werde erstmal 2-3 Bäume abernten. So, wunderbar. So langsam komme ich auch mit der Steuerung klar. Ah, ich kann also nur eine maximale Anzahl an Bäumen pflanzen. Ach Mist, es muss regnen. Na gut. Warte mal, die Bretter kann ich doch jetzt schon machen. Super. Jetzt brauche ich noch 3 Holz, dann kann ich schon mal die Ruder machen. Wunderbar. Nein, die schöne Musik ist gar nicht mehr da. Entschuldigung, ich kann da nicht anders. So, ich glaube, ich sollte vielleicht mir, wie bei Dayland, sollte ich vielleicht mir ein paar Bäume anpflanzen, die ich nicht abholzen werde, damit ich diese eben als Saatgut benutzen kann. Ich kann aber mal gucken, ob es irgendwo schon Bäume gibt, die Saatgut haben. Sieht aber aktuell nicht so aus. Okay. Super. Jetzt nochmal eine Brombeere. Wer arbeitet, muss auch essen. Das ist klar. So. Wunderschön. Ja, ich habe jetzt nichts mehr zum Nachpflanzen. Das bedeutet, das wird wohl hier die 3 wachsen. Das ist gut. Das ist super. Aber wir können jetzt 2 Boote bauen. Super, wunderbar. Das ist doch schon mal schick. So, das läuft. Wollen wir mal gucken, was wir noch fürs Boot brauchen. Aber ich glaube, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Holz. Ja, 6 Holz. Na, vielleicht ernte ich mal hier so einen großen Baum. Holz hat er jetzt gegeben. Na komm. Wir werden bestimmt noch irgendwo Dingsbums kriegen. Nein, ich hätte doch noch einen Ho. Ach, okay. Naja, sind ja noch genug Bäume auf der Insel. Muss ich halt nur gucken, dass ich auch genug nachpflanze. So, dann wollen wir mal das Bötchen reparieren. Dann haben wir heute alles ist bereit zur Abfahrt. Na Popo, bist du bereit? Nee. Yay! Aber erst muss ich nachschauen, ob ich alle Ackerfelder gegossen habe und die Muscheln am westlichen Strand aufsammeln. Ich glaube, ich sollte auch neue Bäume pflanzen. Ich bin nicht sicher, ob Nie und Nau genug zu essen haben. Und ich muss nachschauen, ob jede Seemöwe auch bequem in ihrem Nest festsitzt. Nee, stimmt etwas nicht. Diese Insel braucht viel Zuwendung. Was, wenn ich weggehe und mir etwas zustößt? Ich weiß nicht, na Popo. Ich fürchte mich ein bisschen. Ich weiß, ich bin mit dir unterwegs. Aber kennst du den Ort, zu dem wir fahren? Quelis? Ich weiß nicht, wer dieses Saimi ist, der Yaya geschrieben hat. Was werden wir dort draußen tun? Ich glaube nicht, dass mich Yaya Haku hätte gehen lassen. Okay, okay. Zeig mir, in welche Richtung wir müssen. Ich werde deinen Anweisungen folgen. Aber ab und zu müssen wir zu meiner Insel zurückfahren und nach dem Rechten sehen. Super. Okay, wir müssen jetzt das fahren mit Quest nach Nap. Okay, okay, okay. Segeln nordwärts. Aber wir müssen auf jeden Fall den Kai noch reparieren. Aber wir haben einen Rucksack. Schön.
Jetzt haben wir den Mut Roshi-Style. Schön. Supi. Hier kommt die Ninja Nao. Super starke Ninja Nao. Immer auf der Lauer. Schön. Supi, ich freue mich. Karotten. Super. Okay. Ja, ein bisschen zu essen kann ich eigentlich schon mitnehmen. Wie die Koa schon sagte, muss ich auch ab und zu mal noch mal ein paar Bäume pflanzen. Ich habe jetzt viel zu viele Bäume abgepflanzt. Aber auf der anderen Seite brauche ich auch wieder welche. Das bedeutet, jo, alles noch mal abernten. Ja, übrigens, um das noch mal anzudeuten, Dayland selbst, genau wie das hier, sollte ja auch so ein bisschen an Stardew Valley angrenzen, sagt man so schön. Und von daher wundert es nicht, dass man, es ist nicht ganz so extrem wie bei Stardew Valley zum Beispiel. Und von daher hat man schon ein paar Parallelen, aber nicht ganz so viele. Von daher ist es nur natürlich, dass man hier dran viel, Harvest Moon, klar, natürlich das Farming-Spiel schlechthin, aber mit den ganzen Abenteuern, dem Handwerklichen, dem Crafting, muss man schon sagen, ist es stark an Harvest Moon, an Stardew Valley angelegt. Und so wurde Dayland zumindest ja auch betitelt. Und ich glaube, Sommer in Mara gibt dem Ganzen nochmal eine Schippe drauf, was Abenteuer angeht. Was ich ja bei Dayland so ein bisschen gefeiert habe, war ja das Planetensystem. Da kommt ja morgen am Dienstag, das passt eigentlich, kommt ja der letzte Part von Dayland raus. Von daher kann ich morgen eigentlich in aller Ruhe mit dem richtigen Let's Play von Sommer in Mara anfangen. Und muss halt mal gucken. Endscreen habe ich mir gestern schon zusammengebastelt. Das bedeutet, müsste eigentlich jetzt nur noch Aufnahme sein. Die Frage ist, ob ich vielleicht nicht nochmal neu anfange, sondern einfach den Spielstand weiternehme im Let's Play und ich einfach den Stream von heute, der ja nicht so lange geht, der ist ja jetzt bald vorbei, dass ich den einfach selbst nochmal runterlade, zusammenschnibbel und als Let's Play Beginn benutze. Dafür einfach ein bisschen längere Parts. Müssen wir mal gucken. So, und ich weiß auch gar nicht, ab wann das Spiel morgen offiziell im Steam Store aktuell available ist. Aber ich denke mal, so mit 12 Uhr kann man rechnen. Also ich, wenn ich das als Let's Play machen sollte, was ich wahrscheinlich machen werde, dann werde ich auf jeden Fall, werde ich mich tierisch freuen. Wo kriege ich eigentlich die Karottensamen her? Kriege ich die automatisch, wenn ich die Karotten einsehe? Ich meine, das müsste ja auch irgendwie passen. Ich meine, das sind ja auch Pflanzen. So, ich habe jetzt nicht mehr so viel Energie. Um den Bootssteg zu reparieren, brauche ich einfach ganz viele Holzplanken. Das ist klar. So, machen wir mal 7 Stück. Stardew Valley, ja, das stimmt. Habe ich auch sehr, sehr, sehr gerne gespielt. Ich weiß nur gar nicht, wie viele Stunden ich da drin habe. Oh, mir fehlt noch ein Brett. Na gut.
Dann werde ich den Baum nochmal... einen Baum nochmal fällen. Ich muss aber aufpassen, dass ich nicht zu viele Bäume fälle. Ich habe das immer so ein bisschen im Blick, also keine Angst. Ich werde da schon drauf achten, genug Bäume nachzupflanzen. Sind wir hier in der Bildschirmaufnahme? Ja, sind wir. Okay. Juni 2020. Es ist morgen. In Dayland habe ich 51 Stunden investiert. Ich habe das Spiel zweimal durchgespielt und habe alle Errungenschaften. Das freut mich. Farm Together ist eigentlich auch ein sehr schönes Spiel. Vor allem kann man das mit mehreren Leuten spielen. Macht auch Spaß. 735 Stunden. Stardew Valley habe ich nur 63 Stunden. Und habe nur 7 von 40 Errungenschaften. Das müssen wir nochmal... da müssen wir nochmal ran, Slugsy. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du am Tablet sitzt oder am PC. Wenn du Bock hast, können wir immer gerne noch eine Runde quatschen. So, Cora ist erschöpft und muss schlafen. Okay, ein Brett machst du noch, Mädchen, ne? Und dann gehen wir mal eine Runde Eier machen. Das hast du dir verdient. Hat heute viel gemacht. Das kann man so sagen. Piratenkönig fehlt mir bei Stardew Valley. Der ist Ding der Unmöglich. Piratenkönig unmöglich? Moment. Moment. Nein, nicht schneiden. Nehmen. Fertig. So. Wollen wir natürlich hier Near und Now oben nochmal einen Besuch abstatten. Ah, Prärie. Das muss man doch... Ich glaube, wenn du die Abigail anbaggerst, kannst du mit ihr das Spiel zu zweit spielen. Okay, die haben genug zu essen. So, ich würde natürlich heute gerne nochmal die Insel verlassen. Super, der Kai ist fertig. Einsteigen. Abi ist aber kacke. Okay. Ich will jetzt nicht, dass das Boot leer geht und ich nicht mehr zurück kann. Offene See. Oha. So, die Frage ist, wo muss ich jetzt lang? Und du hast einen neuen Ort in Mara entdeckt. Ah, super. Na, Popo, du hast einen sehr guten Orientierungssinn. Yay, könntest du für immer mein Reiseführer sein? Du bist die Beste. Vielleicht können wir die Yayas dort drüben fragen. Okay. Hi, bin die Noah, warte mal, ich habe den Namen von der Kleinen vergessen. Ich bin die Koa. Ich kann mit dir handeln. Ah, ich kann Saatgut von dir kaufen, ohne Zwiebel. Ich habe aber kein Geld. Ich kann dir was verkaufen. Super, Sternchen bedeutet... Diese Person bezahlt ihr mehr für ihre Lieblingsgegenstände. Ich verstehe. Von denen kriegst du ein paar. Was kann ich... Warte mal. Salatsamen? Warum eigentlich nicht? Wow, ihr seid Yayas. Wovon redest du, Kind?
Ich bin Noho und das ist Kaleb. Wir kennen keine Jaja. Doch, ihr seid Jajas. Ihr seht aus wie meine Oma. Deine Großmutter ist eine Guido? Was? Meine Großmutter ist Jaja Haku. Ich kenne keine Guido. Wir sind Guido. Bin ich eine Guido? Das ist eine gute Frage. Weißt du, vor einigen Jahren traf ich ein Mädchen, das so aussah wie du. Sie war jung und stark. Sie schwamm sehr gerne. Sie schwamm durch zwei Meere. Sie schaffte es hinter den Sturmgürtel, wo das Meer nicht mehr Mara heißt. Die Sache ist, dass die beiden Meere durch ein großes Korallenriff verbunden waren. Man erzählt sich, dass dort die Tintenfisch-Guidos leben. Halb Guido, halb Tintenfisch. Sie hatten keine Beine, nur Tentakel. Hast du dich verirrt? Ein bisschen. Das hier ist Quelles, oder? Ich suche nach einer Frau namens Saimi. Ich glaube, sie lebt im Leuchtturm. Die Flut setzt ein und die Sog war schrecklich. Das Mädchen schafft es nicht mehr aus dem Wasser. Dann spürte sie, wie etwas an ihren Fuß zog. Ja, sie ist die Dame des Leuchtturms. Schließlich schaffte sie es an Land, mit letzter Kraft. Aber sie hatte überall auf ihrem Bein Abdrücke von Tentakeln. Und das Meer war ruhig. Wenn du also hier auf Ku geboren wurdest, bist du eine Guido. Obwohl du nicht so aussiehst. Das ist gut zu wissen. Danke. Ich gehe zum Leuchtturm und frage nach. Geh zum Leuchtturm und frage nach Saimi. Alles klar. Was ist jetzt im Hauptmenü? Ja, das ist supi. Eine Raupe. Über diesen Laden habe ich noch nie was gehört. Kind, mit der Krabbenpost stimmt etwas nicht. Ich weiß nicht einmal, was die Krabbenpost sein soll. Die Postkrabben. Sie transportieren Briefe von einem Ort zum anderen. Du hast sie garantiert schon gesehen. Sie waren bis jetzt immer äußerst effizient, bis zur heutigen Krabbengeneration. Die neuen Jungkrabben scheinen sich andauernd zu verirren. Wenn du die Briefe finden solltest, könntest du sie lesen, um herauszufinden, ob sie wichtig sind. Aber sind die nicht privat? Mach dir keine Sorgen. Die Leute hier finden es nicht so schlimm, wenn andere ihre Briefe lesen. Außerdem, wenn nur du sie liest, ist es überhaupt kein Problem. Solange Edegan, der Bankier, die Briefe nicht in seine Finger bekommt. Warum Edegan? Er ist furchtbar neugierig. Vor ein paar Jahren war er noch ein entzückendes Kind. Aber jetzt... Er ist damals auf das Festland gezogen, um zu studieren. Man sagt, an einer ziemlich guten Universität. Das war die Wirtschaftsuniversität in Konte. Danach hat sein Vater hier auf der Insel die Bank für ihn eröffnet. Seitdem lebt er wie die Made im Speck. Aber das hast du nicht von mir gehört. Dieser Edegan... Ich musste echt an jemand anderes denken. Ist ein echtes Plappermann. Okay, ist gut. Falls ich Postkrabben mit Briefen finde, werde ich sie mir durchlesen. Ich glaube, im Moment sind 5 von ihnen verschollen. Danach sehen wir weiter. Alles klar. Supi. Das ist unser Schiff. Das ist ein anderes Schiff. Kann ich das Seil mitnehmen, Lene? Da geht's hoch. Kann ich hier? Nein, kann ich nicht. Okay, schade. Ich dachte, ich könnte da irgendwie drüber springen. Nein, Froschmülleimer. Haha, cool. Oh, schön. Bin ich in den Gulli? Nein, kann ich nicht. Okay. Okay, ich kann da irgendwie nichts nehmen, oder? Nee. Okay. Das mit dem Turtle Panzer ist cool. Okay. Kohle. Super. Steine. Solange es keinen interessiert. Der Typ gefällt mir nicht. Gefällt dir mein König der Piratenkostüm? Okay, das ist lustig. Das ist lustig. König der Piratenkostüm wegen dem roten Hemd und dem Strohhut. Okay, das ist nicht schlecht. Das ist ein cooler Gag. Nee, ich kann da nicht lang. Schade, ich dachte, ich könnte irgendwie ein bisschen... Hey Mädel, habe ich etwas im Gesicht oder was ist los? Du siehst ganz schön... Nee, besser nicht. Wahrscheinlich, das ist eine Anspielung auf One Piece. Aber es ist cool, das ist schön.
Die Hose hat nicht ganz gepasst, aber war gut genug für eine schöne Anekdote, auf jeden Fall. Was haben wir hier? Kann ich hier rein? Nein, kann ich nicht. Kann ich auf den Baum klettern? Ich will auf den Baum klettern. Ganz langsam. Ganz langsam. Ja. Oh, 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 oh. Schafft sie das? Ups. Ich will das jetzt probieren. Ich will das jetzt probieren. Wir sind ja hier noch im Test, sozusagen. Da können wir auch mal ein bisschen einiges probieren. Nein, ich werde automatisch... Okay, ich verstehe. Okay, ich kann auf den Baum klettern, aber... warte mal, vielleicht kann ich ja irgendwie auf das Dach. Geht das? Geht das? Geht das? Nee, kann ich nicht. Okay. Schade. Ich habe von diesem Ding namens Schal gehört. Ich wünschte, ich hätte einen. Oh, na gut. Das scheint ein Markt zu sein. Also ein ganz normaler Poster, okay. Schöne Stadt. Schöne Stadt. Das ist also der Leuchtturm, glaube ich. Ah, es ist schon dunkel. Möchtest du Nacht in dem Hotel verbringen? Oh, kostet 40. Wo ist mein Zimmerschlüssel? Oh je. Gehe ich mal ins Boot. Warte mal, wo ist denn jetzt der Hafen? Der Hafen ist doch hier unten. Hui! Was haben wir hier? Schrott. Na gut, vielleicht können wir den recyceln. So, wollen wir mal im Boot schlafen? Warum nicht? Wir sind ja noch neu in der Stadt. So, hier können wir eintreten. Warte mal, lesen. Geschlossen, nur geöffnet zwischen 10 und 16 Uhr. Ah, ich verstehe. Okay, okay. Können wir wieder zerbrechen. Okay, die Eimer gibt's wieder. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Weil ich habe da nämlich eben ein bisschen Kohle gefunden. Das könnte ich vielleicht gebrauchen. Und hier vielleicht ein bisschen Kohle farmen. Ah ne, die sind wieder weg. Okay. Ich brauche aber erstmal was zu essen. Super. Da geht es ja klein noch gleich wieder ganz gut. Ich habe so das Gefühl nur, dass sie sich im Boot, während sie schläft, sich nicht ganz so erholt. Meine Mama sagt, dass dies nur eine Verschwendung von Zeit und Geld sei. Ich habe nicht genug Geld. Och, schade. Und das Hühner? Na gut. Ich sterbe, wenn ich nicht sofort eine Mara-Cola trinke. Warte mal, kann ich der irgendwie vielleicht... Wenn ich unten mit dem Krabbenhändler handle, dann kann ich dem Typen doch irgendwie eine Cola kaufen. Über diesen Laden habe ich nie etwas Gutes gehört. Ah, hier kann ich also auch ein paar Sachen kaufen. Oh, Modellboot. Taucherbrille, Kugelfisch, singender Fisch, Papierkorb. Oh, das ist schön, aber kostet eine Menge. Was will der denn haben? Ah, dem könnte ich dem verkaufen. Ich verkaufe nur die Sachen mit Sternchen. Weil das macht nämlich Sinn. Warte mal, von denen würde ich gerne eins kaufen. Dann kann ich die nämlich auf meiner Insel... nämlich... Na, die behalte ich mal. Harz will er nicht. Doch, Harz kann ich dem verkaufen. Warum eigentlich nicht? Super. Wie viel Geld habe ich denn jetzt? Kann ich das irgendwo sehen? Schade, ich kann nicht sehen, wie viel Geld ich habe. Schade. Jetzt will ich nochmal an den Verkaufsautomaten.
und guck mal, ob ich dem armen Mann eine Cola kaufen kann. Nein, ich habe nicht genug Kohle. Ach, schade. Na gut, dann muss ich das ein andermal machen. Das Brummen der Motoren, wenn die Boote den Hafen verlassen, ist entspannt mich. Ja. Okay. Ach du Scheiße. In diesem Licht sehe ich fantastisch aus. Nach rechts. Nein, noch weiter nach rechts. Ach du Scheiße. Die lassen wir mal ein bisschen in Ruhe. Ich kann nicht glauben, dass sie mich sitzen gelassen hat. Ja, schlimm, ne? Mensch, 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 Mensch. Hundi! Hundi! Tut mir leid, ich habe kein Essen für dich. Noch. Hundi! Noch ein Hundi. Oh, ich habe aber leider... Seit wann essen die denn Äpfel? Ich werde einen Gitarristen und einen Schlagzeuger finden und eine Band gründen. Oh ja, auf jeden Fall. Ah, hier unten ist der Strand. Mit diesem Kredit werde ich ein Boot kaufen. Ganz genau. Alles klar. Hier sieht man so ein paar Sachen. Ist das ein Katzenladen? Ah, hier ist es Essen. Wegen Krankheit geschlossen. Ich hoffe, sie werden bald wieder gesund. Oh, die macht sich Sorgen um die anderen. Das ist goldig. So, ich muss da hinten zum Leuchtturm. Was für ein hässlicher Köter. Mein Hund kann reden und Kunststücke machen. Echt? Kann ich eigentlich hier so einen wilden Hund vielleicht adoptieren, wenn du die lang genug fütterst, dass die dann irgendwie dir folgen oder so? Das wäre eigentlich super. Dann könnte ich nämlich auf meine Insel mir einen Hund zulegen. Darauf hätte ich echt Lust. Ich glaube, ich nehme noch was davon. Willst du bei meiner Band mitmachen? Nein, danke. Na, Hundi? So, jetzt will ich aber mal Richtung... Na? Oh, der ist am Entspannen. Ich darf hier nicht einschlafen, aber es ist so gemütlich. Ja, das glaube ich. Die Stadt ist schön. Die Stadt ist wunderschön. Auf jeden Fall. Oh, ein Spielplatz. Der Park ist sehr ruhig. Das gefällt mir nicht. Wieso? Ist doch schön. Wann bin ich dran? Die Schaukel, werde ich ausprobieren. Guck mal. Ich will auch schaukeln. Okay. Oh, herrlich. So, die sind... Ah, Hundi. Supi. Wir sollten uns eine andere Arbeit suchen. Ich hasse es, Lastwagen zu entladen. Einatmen, ausatmen, einatmen. Okay. Die Frage ist, wie komme ich denn zum Leuchtturm? Hier lang. Ah, hier ist eine Werkstatt. Interessant. Interessant. Ich bin im Haus meiner Eltern und bald wieder da. Tut mir leid für die Umstände. Oh, sie ist nicht da. Na gut. Ah, es wird doch schon Abend. Dann will ich jetzt nochmal zum Leuchtturm. Du. Die Kleine ist echt goldig. Muss man sagen. Die hat es echt drauf. Oh, was ist hier? Stein. Gold. Rohkupfer. Okay, in Dalen war das Gold. Waren das Goldnuggets. Einfach mal Larven mitgenommen. Klar, warum nicht? Äpfel! Da können wir die Hundis füttern. Ich brauche einen besseren Hammer. Okay. Das kann ich zertrennen. Das kann ich zertrennen. Es gibt Metall, das ist gut. Na gut. Handeln! Oh, Pfannkuchen. Nachmittagstee, Orangenmarmelade. Was will die denn haben? Warum eigentlich nicht? Kann ich hier ein paar Muscheln verkaufen? Hey, ist Saimi hier? Wer bist du? Ich möchte mit Saimi sprechen.
Wo sind deine Manieren? Belästige mich nicht, falls es nicht Wichtiges ist. Nun, das scheint so nicht zu funktionieren. Vielleicht sollte ich die Guidos am Hafen fragen. Was? Warum sagst du nicht einfach, wer du bist, sodass deine Oma... Immer diese Anfangsschwierigkeiten. Gut. Aber hier können wir super viele Sachen sammeln. Koa ist erschöpft und muss sich ausruhen, um wieder Kraft zu sammeln. Ah, okay, jetzt bin ich... Kann ich wenigstens die Bienen noch mitnehmen? Schafft die Koa ja anscheinend ohne Hilfsmittel. Mitgenommen. Jetzt muss ich wieder zurück an den Hafen. Ich könnte natürlich auch im Hotel pennen. Oh nein. Da habe ich es nicht ganz geschafft. Hat sie auf der Straße geschlafen. Oh nein. Oh, es tut mir so leid, Koa. Hoffentlich kommt dir das ja keiner zu nahe getreten. Ja, komm. Geben wir mal ein bisschen Geld aus fürs Hotel. Dass du dich mal richtig ausruhst. So, wunderbar. Gab es da noch ein paar Hundis? Oder? Na, die sind woanders. Schade. Da ist einer. Bitteschön. Habt ihr was für Essen? Oh, guck mal. Supi. Guidos am Hafen. Ja, die habe ich doch gefragt. So, die Hundis sind glücklich. Das ist doch super. Hallo. Hallo nochmal. Hey, die Dame möchte nicht mit mir reden. Ja, weil du mit solchen Manieren hier nicht weit kommen wirst. Ich traf einst einen Mann, der ein Butler war. Er lebte in einem riesigen Haus. Er kümmert sich gut um seinen Herrn. Auch wenn ich solche Dinge nicht gut heiße. Aber er fand einen Jum-Jum im Esszimmer des Hauses. Die Sache ist, er begann nicht zu schreien, sondern blieb ruhig. Er hat sich einfach dran gemacht, die Situation zu lösen. Weißt du wie? Nein. Ich auch nicht. Das ist sein Geheimnis. Er wollte es nicht verraten. Und was mache ich jetzt? Frag einfach, Kind. Okay. Hey, weißt du irgendwas über eine Dame namens Saimi? Es tut mir leid, wir sind Kaufleute. Solange du uns nichts für einen Tausch anbieten kannst, sind unsere Münder versiegelt. Naja, nicht komplett. Das stimmt. Ich traf einst nämlich ein Paar am Ufer von uns. Orestia, welches? Na gut, ich verstehe schon. Pass auf, ich brauche etwas Faden. Nimm dir ein paar Baumwollsamen. Ich verrate dir, wie man ihn herstellt, nachdem du die Baumwolle geerntet hast. Bring mir dann den Faden und wir können dir mehr verraten. Alles klar. Hier ist er. Du wirst auf der ganzen Insel keinen besseren Faden finden. Wir verstehen uns, Kind. Jetzt bist du auch für die große Enthüllung bereit. Bitte? Die Frau, nach der du suchst, ist im Leuchtturm. Das hat Caleb mir schon gesagt. Tja, das war alles. Sonst kannst du mir nichts verraten? Nichts, das ist alles. Reicht das dann nicht? Aber hier, nimm dies für deine Mühen. Danke, alter Mann. Wen nennst du hier alt? Mich. Caleb ist nicht alt. Caleb ist nicht alt, er ist ein erfahrener Guido. Und was nun? Du kannst die Bewohner der Stadt über die Frau im Leuchtturm befragen. Vielleicht wissen sie, wie man sie dazu bringen kann, die Tür zu öffnen. Alles klar, neue Quest. Rede mit den Einwohnern von Quelas und finde heraus, wie du mich dazu bringen kannst, die Tür zu öffnen. Super. Aber ich würde sagen... Wie lange sind wir schon am Stream? 1 Stunde und 45 Minuten. Das reicht auch für ein Pre-Sequel. Ich will jetzt auch nicht so lange machen. Vor allem möchte ich noch was essen. Das bedeutet, heute mache ich mir erstmal ein paar Tortellini mit Tortellini Carbonara. Auf jeden Fall hier nochmal an die Entwickler Chibik. Vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür, dass ich das Spiel antesten durfte, dass ihr mir das Spiel gegiftet habt. Und wenn euch das Spiel gefallen hat... Die Hauptmenümusik ist ziemlich laut. Habe ich das schon mal gesagt? Ja, ne? So. Beenden wir mal für heute. 2 Stunden reichen aus.
Ich freue mich auf jeden Fall tierisch auf ein Let's Play über das, auf das Spiel. Und kann euch nur empfehlen, das Spiel macht Spaß. Und wenn euch das Spiel gefallen hat, haut es euch auf die Steam-Wunschliste drauf. Oder für die Switch. Also von daher absolute Kaufempfehlung. Wird auch nicht, ich glaube nicht, dass es so lange so teuer wird. Ich rechne so im Dayland-Preis. So zwischen 20, 30 Euro ungefähr. Kann man schon mal machen. Tut nicht weh. Shopseite Dayland ist meine. Ja, kostet 15 Euro Dayland zumindest. Und ja, um nochmal einen kurzen Überblick über Dayland zu kriegen, das zeige ich euch auch nochmal ganz kurz für die Leute, die das Let's Play nicht mitverfolgen. Auch vom selben Entwickler. Was mir an Dayland halt besonders gut gefällt, ist halt das Dingsbums, dieses Planetensystem, dass du die Atmosphäre steuern kannst und den Planeten so ein bisschen. Und ansonsten, ja, das Spiel ist selbst an sich fertig, habe ich durchgespielt, zweimal. Das bedeutet, morgen kommt der letzte Part raus, dann wisst ihr, wie es ausgeht. Hier können wir jetzt nochmal ganz kurz einen Rückblick machen, wie die Insel aktuell ausschaut. Schade, dass man keine mehrere Spielstände benutzen kann, sonst könnte ich euch mal einen Dingsbums zeigen zwischen Anfang und Start. Jo, hier sind wir, der kleine Arco. Hier können wir pflanzen, hier können wir schon, das kannst du am Anfang natürlich nicht, kannst du erst viel später. Wir leben auf unserem Planeten und wenn wir Y drücken, wie ihr ja seht, können wir den Planeten so ein bisschen drehen mit dem linken Analogstick. Und mit dem rechten Analogstick, wenn wir jetzt zum Beispiel Regen oder Wolken oder so hätten, könnten wir die Wolken drehen und somit gezielt zum Beispiel Sachen bewässern. Und hier sieht man zum Beispiel, hier muss man einen Brunnen einsetzen, um dort Bäume zu pflanzen. Die sind dafür geeignet, um Holz abzuernten, während hier oben, das sind Kirschbäume, die sind zur Fruchtgewinnung. Hier ist eine Mine, wo man Sachen abernten kann. Hier ist ein Teich, wo man Fische herfindet und dort ist auch mein Domizil, wo ich halt Saatgut herstelle. Das bedeutet, hier an der Quelle zum Beispiel, da ernte ich keine Bäume ab, sondern Pinienkerne und solche Sachen. Wir können natürlich auch verschiedene Bewohner rufen. Wir kriegen ja auch immer... Wir haben jetzt kein Saatgut. Wir können jetzt auch immer verschiedene Leute, die besuchen uns random. Hallo Bom, na, geht's dir gut? Und ja, auf jeden Fall, Steam hat das verschenkt während der Corona-Aktion, das war super. Und von daher, mir hat das Spiel halt wirklich mit dem Konzept mit dem Planeten halt sehr gut gefallen. Hier konnte man auch ein bisschen entscheiden, Nacht oder nicht Nacht. Das siehst du jetzt in erster Linie nicht, weil hier geht jetzt keine große Sonne auf, aber dann merkst du, es ist halt aktuell Nacht, weil es halt dunkel wird und so weiter. Von daher, ich werde auch den Stream jetzt beenden, Sluxy, also von daher brauchst du jetzt gar nicht später reingucken. Schickt für heute, Montag, 1 Stunde, 50 Minuten. Von daher ist das völlig in Ordnung. Auf jeden Fall Sommer in Mara, auf jeden Fall eine absolute Kaufempfehlung. Ich weiß nicht, ob ich das Spiel erst durchspielen will und dann Let's Playen. Das hat bei Dayland zumindest sehr gut getan. Ich denke mal, ich werde es hier bei Summer in Mara auch so machen. Dass ich es erstmal selbst durchspiele wirklich und wenn ich dann weiß, wie wo was abgeht, was ich machen muss, dann wird das als Let's Play rauskommen auf jeden Fall. Kann ich es absolut empfehlen. Der Publisher ist auch ein ultra netter Mensch, beziehungsweise komplett ein ultra nettes Entwicklerhaus. Und von daher, wenn euch das Spiel gefallen hat und ihr sagt, ja, das Game ist mir halt schon das und das wert, ja, dann könnt ihr es natürlich mindestens mal auf die Wunschliste setzen und es euch im Sale holen oder aber ihr holt es euch einfach einfach direkt. Die Charlotte macht das ja schon, hat ja gesagt, die holt sich das Game, egal wie teuer es wird. Ich denke mal, das wird so im 15-20 Euro Bereich sein. Es sind Schätzungen, ja, wenn sie es für 30 raushauen, dann ist das auch so, aber Sommer in Mara, super schön. Dayland kann ich auch nur empfehlen. Davon gibt es ein komplettes Let's Play auf meinem YouTube-Channel. Könnt ihr euch reinziehen, wenn ihr euch das ansehen wollt. Es sind 29 Videos von je einer halben Stunde, glaube ich. Muss ich mal gucken. Aber sollte eigentlich genau das...
Warte mal, wo habe ich es denn hier mehr ansehen? Meine gesamten hier Videos, die ich mag, wo habe ich sie dann? Die letzten Videos, die mir gefallen. Alles Luxis-Videos. Ja, hier zwei Twitch-Alerts, Twitch-Bann wegen DMCA-Musik. Ja, das ist ein bisschen interessant, aber der Rest hier natürlich. Ich wollte mir nicht komplett zuspammen, aber hier Part 2 bis Part 21 einfach durch. Ich habe es auch nicht so lange angeguckt. Ansonsten, ja, naja, mal gucken. Warte mal, wo habe ich denn jetzt Dayland? Da wollte ich eigentlich drüber. Jo, Dayland, jeweils 35 Minuten, 30 bis 40 Minuten Videos. Hier auch mal 27 Minuten dabei, aber in der Regel so 20 Minuten im letzten Part auch. Und Nummern, es geht bis 29, also ich rechne mal ungefähr so mit eine Stunde, zwei, dreieinhalb, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, 13, ja, so knapp 14 bis 15 Stunden, wenn man weiß, was man machen muss. Von daher passt das. Jo. Wir sehen uns. Macht's gut. Danke fürs Reinschalten und ich hoffe, das Spiel hat euch gefallen. Und ja, freue ich mich. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Thank you.